So, herzlich willkommen. Heute baue ich mit euch einen kleinen Fächer. Einmal die Monte Carlo 20 Schuss Batterie. Einmal die Piranha und einmal die Midnight Burner. Beides identische Batterien, nur anderes Label. Relativ simpel, braucht eine feste Unterlage, Heißkleber, Unterlegglötze. Ich denke, das sollte ein guter Winkel sein. So, sieht es dann mal aus. Ich denke, das sollte ganz gut aussehen am Himmel. Jetzt fixieren wir die einzelnen Batterien noch. Lieber zu viel Heißkleber als zu wenig. Sonst kann es böse ausgehen. Wenn man sich jetzt nicht sicher ist, ob es auch sicher hält, dass ich es nicht aufschaukeln kann oder losreißen, kann man auch die Batterien nochmal zusätzlich mit Panzertape verkleben. Ist aber eigentlich nicht notwendig. Ich mache es jetzt hier einfach mal, dass man es auch mal gesehen hat. Hier noch mal rum. So, und dann sollte das eigentlich heben. Schön fest alles. So sieht es dann aus.
Jetzt muss es halt noch verleidet werden. So. Nehmen wir die Schutzfolie ab. Nehmen wir Zündschnur. Ich werde diesen Fächer jetzt elektrisch zünden. Ich muss noch kurz einen Anzünder ausgraben, das habe ich jetzt vergessen. Sorry schon mal. Ja, was jetzt ein bisschen doof ist, dass die Monte Carlo jetzt die Ersatzzündschnur hier hat und ich das eigentlich mit Tape Match verleiten möchte, es besteht die Gefahr, dass es hier durchschlägt, das klebe ich jetzt ab. So, dann nehmen wir das Tape Match und verbinden die drei Viscos miteinander. Darauf achten, dass es schön verschlossen ist, dass es schlagartig auf Dorf brennt. So. Ich fixiere jetzt das Tape Match immer Panzertape an der Visco, dass es nicht runterrutscht, weil es ist löst sich manchmal nach einer Zeit gleich und ja, das vermeide ich damit. So, jetzt ist alles schön fixiert, jetzt fehlt Anzünder noch. Jetzt hier rein, schön zentral und hoffe, dass dann alles gleichzeitig zündet eigentlich. So, dann nehme ich so ein Stück Tape Match, lege den hier drauf und klebe einfach hier außen rum. Das Ganze natürlich wieder mit Panzertape. Und hat zur Sicherheit. So, das genügt schon. Dann mache ich mir jetzt hier eine Zugentlastung. So, noch ein Tape drauf, dann ist es relativ sicher hier. Und gerade hängt da reißt man Anzündungen raus. Ja, das war's dann eigentlich. So sieht das Ganze dann aus. Gutes Panzertape, ja, es ist nicht schön, aber sehr nützlich. Ja, danke fürs Zuschauen.